Herzlich willkommen zum Traumbilder-Podcast. Mein Name ist Dennis Aitin, ich bin der Gastgeber desselbigen und nach 4 Jahren Podcast und 400.000 Downloads plus, wir sind schon drüber, möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken für euer Vertrauen und ich freue mich sehr, dass dieser Podcast für euch scheinbar ein Angebot ist, aus dem ihr einen Mehrwert zieht, der euch hilft, in eurem Alltag zur Ruhe zu kommen und Entspannung zu genießen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank und ein besonderes Dankeschön für die vielen E-Mails, die mich erreichen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön zu sehen, wer alles da draußen ist, dass es echte Menschen sind, die sich hinter diesen komischen Statistiken verbergen, die dieses Angebot nutzen und die sich dann auch mitteilen und mir erzählen, was für Situationen der Podcast ihnen hilft. Ich habe aus Anlass dieses kleinen Jubiläums 400.000 Downloads, 4 Jahre am Markt quasi, mir was Schönes überlegt für euch, was euch auch ein Stückchen Mehrwert bieten soll, nämlich ein Buch begleitend zu diesem Podcast. Ihr findet es in meinem Etsy Store, verlinkt ist das Ganze in den Shownotes hier beim Kanal. Wo immer ihr ihn hört, findet ihr, da wo die Textbeschreibung ist, einen Link, da könnt ihr draufklicken und landet dann auf dem Etsy Store, wo es dieses digitale Buch zu finden gibt. Es gibt es auch in Papierform bei Amazon, da könnt ihr auch nochmal schauen. Auch der Link versteckt sich unten in den Shownotes. Und falls ihr euch das alles nicht merken könnt, geht ihr einfach auf www.traumbilderpodcast.de. Da landet ihr auf meiner Homepage in dem Extra-Bereich für diesen Traumbilder-Podcast reserviert. Und da ist auch alles nochmal schön verlinkt. Und da könnt ihr nochmal schauen, ob das was für euch ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dieses Buch anguckt und wenn es euch gefällt, wenn es euch einen Mehrwert bietet. Und damit unterstützt ihr natürlich auch die weitere Produktion dieses Podcasts. Denn er soll weiterhin kostenlos bleiben. Das ist das große Ziel davon und auch ein Stück weit das Erfolgsrezept von diesem Podcast. Denn es ist ein Herzensprojekt für Leute, die was gebrauchen können fürs Herz. Und so soll es bleiben. Und wenn ihr das Buch euch mal anschaut, freue ich mich auch drüber, denn das kleine bisschen Werbung am Anfang erlaubt ihr mir hoffentlich. So, und jetzt geht's zur versprochenen Entspannung. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei Traumbilder, dem Entspannungspodcast von D18 Foto. Diese halbe Stunde gehört dir. Sie gehört dir ganz alleine. Du musst jetzt für niemanden da sein. Du musst dich um nichts kümmern. Keine Aufgabe wartet auf dich. Kein Türklingeln stört dich. Du hast dein Telefon ausgeschaltet. Nichts ist mehr wichtig in dieser halben Stunde, außer zur Ruhe zu kommen. Du kümmerst dich jetzt ganz alleine um dich. Du hast dir Zeit genommen, um dich zu konzentrieren auf das, was dir gut tut. Auf deine Atmung. Auf die Weise, wie du sitzt oder liegst. Du hast es dir bequem gemacht und vielleicht schließt du die Augen, um das Bild, was ich dir gleich vorlesen werde, selber zu sehen. Vielleicht siehst du auch ein ganz eigenes Bild, welches nur von dem, was ich dir schildere, inspiriert ist. Vielleicht sieht dein Traumbild heute ganz anders aus als das Bild, das vor mir liegt. Lass mich dir schildern, was ich auf diesem Bild lesen kann, was vor mir liegt. Und schauen wir, wo deine Reise dich hinführt. Die Reise in dieses Bild hinein führt uns nach Marokko. Wir sehen vor uns eine kleine Bucht, im Hintergrund ein Berg, im Vordergrund einen Laubengang, der Schatten spendet für die Flaneure auf der Uferpromenade. Der Laubengang ist ganz aus weißem Holz gebaut und die Holzlatten des Daches haben jeweils einen kleinen Abstand zwischeneinander,
sodass die Sonne hindurchfallen kann. Die marokkanische Sommersonne zeichnet so in gleichmäßigen Abständen weiße Linien auf den Boden. Die Sonne steht sehr hoch an diesem Tage. Kein Wölkchen ist am Himmel zu sehen. Wir sehen sehr starke Kontraste und sehr schwarze Schatten auf dem weißen Boden. Wir sehen sehr blaues Meer und einen etwas heller blauen Himmel. Der Vordergrund besteht aus Betonplatten. Im mittleren Bereich ist eine kleine Mauer zu sehen, hinter der der Strand beginnt. Die blaue Uferbucht ist kaum von Wellen verändert. Ganz glatt liegt das Wasser da. Ideale Bedingungen zum Schwimmen. Am Strand sind zwei Figuren zu sehen. Sie genießen die Sonne und den Blick aufs Wasser. Vorne auf der Uferpromenade steht ein Mann. Er hat schwarze Haare und ist ganz in Weiß gekleidet. Er lehnt sich entspannt an einen Fahnenmast, der nach oben aus dem Bild herausragt. Mit seinen weißen Klamotten und dem schwarzen Schatten, den er wirft, ist er der Blickfang dieses Bildes. Er steht in der Mitte, ziemlich genau in der Mitte. Und wir sehen, wie er auf das Meer blickt. Wir können nur raten, woran er denkt. Vielleicht wartet er auf jemanden. Vielleicht ist er auch nur alleine hergekommen, um sich auszuruhen. Er spürt sicherlich die Wärme auf dem Rücken, spürt, wie die Sonnenstrahlen seine Schultern wärmen, seinen Rücken, seine Beine. Er lehnt so entspannt an diesem Fahnenmast, als wäre dies sein Ort. Der Ort, an dem er schon sehr viel Zeit verbracht hat. So wie am eigenen Türrahmen der eigenen Küche, wo man sich anlehnt im Gespräch mit der Familie. Ganz entspannt. Man muss hier nicht gerade stehen. Man kennt sich. Man muss nicht auf der Hut sein. Man lehnt sich einfach nur an und schaut. Dieser Mann blickt auf eine kleine Bucht in Marokko, wo der Sommer zu Hause ist. Die Ränder dieses Bildes zeigen etwas ganz Besonderes. Die Filmrolle war nicht ganz eng gewickelt, als sie aus der Kamera kam, und so sickerte seitlich Licht ein und belichtete die Ränder des Bildes wie einen weißen Schleier. Rechts, unten und oben links ziehen sich weiße Schleier ins Bild, durchschneiden das Blau,
machen die Ränder unscharf und nehmen den Begrenzungen des Bildes die scharfen Kanten. Es sieht fast so aus, als wäre dieses Foto mit Wasserfarben auf ein weißes Blatt Papier gemalt und die Ränder sind mit Absicht nicht gerade. Diese Unschärfe von den Rändern weist in die Mitte, wo die harte Sonne des Sommers die Kontraste sehr deutlich zeichnet. Der Unterschied zwischen den unklaren Rändern und dem sehr klaren Mittelpunkt des Bildes ist vielleicht am ehesten zu bezeichnen mit einer traumartigen Darstellung. Sind es nicht die Traumbilder, die mal deutlich, mal undeutlich sind, die mal verwischt und dann doch wieder klar sind, die einem gewisse Dinge deutlich aufzeigen und doch wieder andere Dinge im Unklaren lassen? Dieses Foto zeigt in der Mitte ganz deutlich diesen Mann. Und so wie die Ränder undeutlich und unklar und verwischt sind, ist auch unsere Deutung der Gedanken dieses Mannes nicht ganz eindeutig. Was denkt er? Worüber grübelt er nach? Was hat ihn an diesen Ort gebracht? Wie lange steht er schon da? Und wie viel Zeit hat er noch, um zu verweilen? Wir sehen sein Gesicht nicht, so können wir nur raten. Wir wissen nur, dass sein Gesicht in Richtung Meer ausgerichtet ist. Sind seine Augen geöffnet? Sieht er das Gelb des Strandes, das Blau des Meeres, das Grau des Berges im Hintergrund oder das nächste Blau des Himmels, was so anders ist als das des Meeres? Oder sieht er gar nichts, weil er seine Augen geschlossen hat und sich vielleicht auf das Gar-Nichts-Sehen freut? Oder sieht er andere Dinge? Betrachtet er die Bilder vor seinen geschlossenen Augen des Alltags, von seiner Familie, von seinen Freunden? Erinnert er sich an eine andere Zeit? Vielleicht war er früher schon einmal an diesem Ort, als er jünger war. Vielleicht ist damals etwas Wunderschönes passiert, an das er sich immer wieder gerne erinnert, wenn an diesem angestammten Ort, an diesem Laternen- bzw. Fahnenmast verweilt und in sich gekehrt seine Gedanken schweifen lässt. Ist er versunken in Erinnerungen oder denkt er über die Zukunft nach? Plant er etwas? Hat er etwas Besonderes vor? Sammelt er die Kräfte für eine gute Idee, die der Umsetzung bedarf, die unbedingt umgesetzt werden will? Spürt er das Kribbeln der guten Idee, die sagt, ja, das musst du machen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Oder
träumt er? Sieht er unscharfe Bilder vor seinen Augen? Träumt er diese Bilder in Farbe oder in Schwarz-Weiß? Sind die Kontraste scharf gezeichnet, wie in der Mitte dieses Bildes, das hier vor mir liegt? Oder sind die Kontraste verwischt und verschwommen, wie die Ränder dieses Fotos hier vor mir? Träumt er in gestochen scharfen Farben eines modernen Filmes? Oder rattern die Bilder eines Super-8-Projektors vor seinem inneren Auge, der seine Kindheit zeigt, der ihn träumen lässt von einer leichten anderen Zeit, einer Zeit, in der alles leicht war, in der er leichtfüßig war, in dem ihm alles leicht fiel. Vielleicht träumt er sich dahin zurück. Oder er ist ganz bewusst an diesem Ort, an dem er jetzt ist. Er hat sich Zeit genommen. Er hat sich entschieden, hierher zu kommen. Er hat sich seinen Platz gesucht. Er hat etwas die Last von den Beinen genommen, indem er sich anlehnt an den Fahnenmast. Blickt er ganz bewusst auf diese Bucht? Ist es seine Bucht, der Ort, an dem es ihn immer und immer wieder zurückzehrt? Ist es sein Sehnsuchtsort? Ist es der Ort, an dem er sich zu Hause und geborgen fühlt? Jeder hat Orte, an die es ihn irgendwie magisch zieht. Der eine fährt nach 30, 40 Jahren zurück in das Dorf, in dem er geboren wurde, und geht zurück zum Fußballplatz, auf dem er gespielt hat, als er ein Kind war. Und er merkt, nur hier möchte ich sein. Ich möchte den Alltag zurücklassen und nur einfach an diesem Ort sein. Noch einmal leichtfüßig über den Fußballplatz, ganz leicht vorbei dribbeln an den gegnerischen Spielern, und ganz leicht den Ball mit der Zehenspitze über die Linie schieben. Andere träumen davon, an den Strand zurückzukehren, wo sie zum ersten Mal jemand anderes geküsst haben. Oder es zieht sie in die Berge, auf einen Berg, wo sie zum allerersten Mal in der Ferne gesehen haben, was passiert, wenn die Mitternachtssonne nicht untergeht, sondern nur ganz vorsichtig den Himmel am Boden küsst und langsam wieder nach oben steigt, den Horizont nur wie ein Ball berührt und wieder nach oben springt. Wieder andere träumen sich auf das Empire State Building mit dem weiten Blick über Manhattan. Dort, wo schon so manch ein Heiratsantrag gemacht wurde und so mancher Hollywood-Film eine besondere Szene hat. Ist dieser Ort in Marokko an diesem kleinen Stückchen Strand in dieser kleinen Bucht, ist dies der Sehnsuchtsort,
Ort dieses Mannes? Was verbindet ihn mit diesem Ort? Atmet er die salzige Luft des Meeres ein? Spürt er die Wärme auf seinem Rücken? Hört er das leichte Plätschern des Wassers am Strand? Hört er das Lachen der Kinder in der Entfernung? Ist er präsent? Ist er da? Ist er ganz wach und ganz aufmerksam? Oder ist er müde und ruht sich aus und dämmert entspannt vor sich hin? Wir wissen es nicht. Wie würden wir uns fühlen, wenn wir an seiner Stelle in der Mitte dieses Fotos stünden? Keine Menschen um uns herum, ganz alleine, angelehnt an einen Fahnenmast, die marokkanische Sonne im Rücken, den Blick auf eine kleine blaue Bucht, auf ein kleines Stückchen Strand, mit wenigen Menschen darauf. Würden wir die Wärme und den Duft des Meeres in unserem Herzen so verknüpfen, dass wir Ruhe finden, dass wir Farben tanken für den kalten Winter zu Hause, dass wir Freude tanken, die uns durch den Alltag leitet? Würden unsere Batterien gefüllt, wird unser Herz und unsere Seele aufgetankt, sodass wir gestärkt zurück in unseren Alltag kehren können? Sehen wir uns doch einmal um, wie wir dort stehen, die Last von den Füßen genommen, den Rücken ganz entspannt angelehnt, die Augen leicht geschlossen. Wir sehen durch die schmalen Schlitze unserer Augen das blaue Meer, wie es glitzert, wie Sonnenstrahlen sich am Meer brechen. Wir sehen den Schatten vor uns, den die Sonne wirft und uns auf die Ufermauer zeichnet. Wir sehen unsere langen schwarzen Beine im Schattenriss und unseren Körper, der die Wand entlang gleitet. Und wir sehen die Kinder spielen. Und wir sehen den Berg im Hintergrund, auf dessen Spitze ein kleines weißes Bauwerk steht, was wir erst jetzt entdecken. Was mag das für ein Bauwerk sein? Wohnt dort jemand? Steht dort eine Kirche, eine Moschee, ein Aussichtsturm? Was ist das dort oben? Es ist zu klein, um es zu erkennen, doch es ist so weiß und zeichnet sich so deutlich ab gegen das Grau des Berges und das tiefe Blau des Himmels, dass wir es denn doch sehen und unser Auge verweilt dort. Und während wir darauf blicken, verlieren wir eigentlich das Interesse, rauszubekommen, was das wohl für ein Gebäude sein mag. Wir schauen nur noch in diese Richtung.
Doch wir fokussieren gar nicht mehr. Stück für Stück schließen wir die Augen. Das Bild verschwimmt, was wir eben noch klar sahen. Von den Rändern wird das Bild unschärfer. Eben noch klar in der Mitte verschwindet es nun. Was bleibt, ist das Gefühl im Rücken der wärmenden Sonne, des stützenden Fahnenmastes. Was bleibt, ist die klare Luft, der salzige Geschmack auf der Zunge, das leichte Rauschen in den Ohren vom Plätschern des Meeres. Wir sind angekommen an einem Sehnsuchtsort, einem Ort, der uns lange gelockt hat. Vielleicht wussten wir gar nicht, dass es ihn gibt. Vielleicht ahnten wir es nur. Vielleicht haben wir auf allen unseren Reisen um die Welt oder auch nur durch die eigene Stadt oder durch die eigene Fantasie immer nach einem Ort gesucht, der genau dieser ist. Ein Ort, an dem das Blau des Meeres und des Himmels und das Gelb des Strandes genau den richtigen Farbton haben, der uns ruhig stimmt, uns glücklich macht. Ist es dieser Fahnenmast, der unseren Ort markiert, an dem wir schon immer sein wollten? Aus der Ferne sichtbar, zieht er uns hin und sagt, komm her, hier ist dein Ort, um dich entspannt anzulehnen und auf diese wunderschöne Bucht zu schauen. Ich hoffe, ihr hattet Freude, mit mir gemeinsam an euren Sehnsuchtsort zu reisen. Habt es genossen, habt euch entspannt, habt ein bisschen Ruhe gefunden und Farben getankt und freut euch auf die nächste Ausgabe dieses Podcasts. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterreisen zu den Traumbildern eurer Sehnsuchtsorte. Tschüss.